Ich muss aber sagen, der Fabricator ist voll leise, gell? Naja, geht so. Ich gehe mal hier draußen vorbei, mal gucken, wann man den hört. Also ich höre ihn zum Beispiel jetzt, ich stehe neben ihm und höre ihn nicht. Ja, das buggt aber dann bei dir gerade. Du hörst den... Du hörst den... fast bis zu der Zipline, der natürlichen. Je nachdem, wie du hier vorbeirennst, hörst du unsere Base. Wenn der Fabricator an ist. Der ist schon ziemlich laut. Ja, jetzt, ja. Ich muss Fernglascraften, was brauche ich denn dafür? Kristall, das wollte ich eh gerade noch holen. Ich glaube, wir haben nämlich keine Kristalle. Doch, Kristalle sind in der Werkbank, glaube ich. Okay. Aber ich glaube nicht mehr die Welt. Ich gehe mal gerade trotzdem hier hinten lang. Lululululul. Was? Was haben wir denn da? Was denn? Ich habe da gerade eine dicke Base gefunden. Was? Von wem? So wie die aussieht, haben die auch ordentlich Turrets. Moment. Wo, auf unserer Höhe oder unter uns? Ne, unter der Base von Gato. Das Problem ist, ich weiß nicht, wann ich hier anfange zu rutschen. Wenn ich jetzt zu weit nach vorne gehe, dann falle ich halt genau in die Base von denen rein. Die ist hier unten drunter, unter dieser Klippe. Warte mal. Vielleicht von der anderen Seite sieht man es vielleicht besser. So, von hier aus sehe ich die Base. Die ist direkt hier unten. Warte, ich komme. Also die Vorkonstruktion, die haben mehrere Turrets auf jeden Fall, ja. Kann man das C4 runterwerfen? Nee, aber es gibt eine Waffe, womit du C4 schießen kannst durch diese Mod. Aber das wird, glaube ich, abgeschossen in der Luft. Ist das eine Metallbase? Mhm, die ist aus Metall. Hä? Ja, ja, die ist aus Metall. Ich würde gerne wissen, wer das ist. Hast kein Fernglas? Nee, ich kann nicht, also ich kann halt nicht, ich will nicht an die Klippe gehen. Ich weiß nicht, wann das ist. Ja, kannst du nicht von der Ceiling runtergucken? Was für Ceiling? Von der Hängebrücke, meine ich. Nee, dann sehe ich meinen Ravager mit dem Fernglas. Vielleicht geht's von hier im Moment. Guck mal. Nee, sehe ich's nicht. Aber es ist Error. Error 666. Das ist Ghost-like. Echt? Es ist Ghost. Warum ist es immer Ghost-like? Ja, es ist Ghost. Also, oder? Ich weiß nicht, ob die wieder unter dem Namen Error spielen, aber Error 666, die hießen bei Ark of Small, hießen die Error 404. Also, vielleicht sind die das. Ich denke mal. So, ich wollte jetzt ein Fernglas bauen. Was brauche ich denn mal? Ich brauche Kristall und Leiter. Also. Willst du auch ein Fernglas oder hast du eins? Nee, du hast eins, gell? Ja. Wie wir uns schützen könnten, wäre natürlich, wenn wir Alarmanlagen aufbauen. Vor und hinter dem Ziplines. Mhm. Was brauchen wir dafür? Nicht viel. Pro Alarmanlage 2 Öl, bisschen Rohmetall, Leder, Holz, Fasern. Ich mach das mal fix. Weil dann können wir, sobald wir was hören, den Fabricator ausmachen und dann sind wir eigentlich relativ safe. Ich mache jetzt auch mal wieder das Lagerfeuer an. Wo hast du das hin? Im Inventar. Ich baue mal wieder eins auf, ich baue mal ein bisschen Fleisch. Kann dir was geben, ich habe 200. Hier, warte, ich gebe dir die Hälfte. Oh, okay. Ich leg's in die Smithy rein. Jo. Danke. So, wie sprengen wir diese Base am besten kaputt? Am besten einfach ein C4. Wir können C4-Dodos machen. Was ist das denn für eine Zipline? Achso, das war die, um dich zu retten. Siebte Mal Base weg. Weiter so, Boys. Lol. Du hast meine Taktik nicht kommentiert. Ja. Warum? C4-Dodos reinschmeißen. Ja, aber why? Warum nicht? Wir können auch einfach hingehen und C4 placen. So, ich hab perfekt. Lol, die wird wahrscheinlich. Ich glaube, die Alarmanlage wird in vielen Fällen nicht ausgelöst, weil die Ravager da beim Aufsteigen auf die Zipline drüber springen. Was wir aber mit Ghost-like Space machen können, wäre hier ein Dödi oder sowas tame und dem in die Base reinschmeißen. Ja, oder so. Das können wir auf jeden Fall machen. Aber ich weiß nicht, wie die das auf dem Server eingestellt haben. Kann sein, dass man hier auf dem Server gar kein C4 mehr an Tiere dran machen kann. Weiß ich nicht. Also ich würde sagen, wir lassen die bis nach der Pause farmen. Oder sollen wir... Nachher werden die wieder weggefarmt. Dann wäre das ärgerlich. Von mir aus können wir mal kurz rüber rushen. Von mir aus, was soll's. Ja, aber wir brauchen ein C4 dafür auf jeden Fall. Haben wir noch keins? Ich dachte, du hast welche gecraftet.
Nee, noch nicht. Jetzt mal gucken, wir haben ja gar kein Gunpowder. Jetzt ist es wieder hell. dunkel meine ich. Ja, wir brauchen erst noch Gunpowder auf jeden Fall. Okay. Wo hast du das Sparkpowder hingelegt, weißt du das? Sparkpowder ist in der Mörser. Oder in der Werkbank. Okay. Dann hast du gerade das Charcoal zufällig eingesammelt? Ja, wer denn sonst? Okay. Nee, ich hab dich nur gesehen, ich hab nicht nachgeguckt. Nur gesehen, du hast da irgendwas gemacht. Ah, ich hab das Sparkpowder gefunden. Hier ist auch unser Poli. Kommt ihr euch eigentlich stark auch vor bei dem? Ah, Mist, falsch. Ich wollte das ja in die Mörser bringen. Wo sind die Mörser? Da, ja, sind hier. Mach von den ganz rechten. Okay. Stoppen wir das jetzt mal und stellen jetzt hier erstmal Gunpowder her. Aha. Deswegen. Mörser aus. Fällbekette aus. Hören die Falle auch? Nee. Ja, hören die Falle auch? Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Alarm in The Fallen Nexus. Was tripped at 5:17. Keine Tür aufmachen. Okay. Zu laut. Okay. Nicht bewegen. Okay. Aha. Warum läuft unser Revenger da gerade? Genau, läuft einfach, was war's? Er hat nichts getan. Warum sehe ich ihn jetzt nicht mehr? Der steht bei mir. Okay. Vor der Tür beide. Ich habe Angst. Ich will nicht wieder, dass es knallt und die Base weg ist. Vielleicht waren es aber auch die von nebenan. Weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe auch keine Steps. Ne, ich auch nichts. Ich kletter mal oben aus der Base raus. Okay. Das ist nicht so laut. Ich kann hier nicht klettern. Warum? Keine Ahnung. Arg. Okay. Wir können einen auf Ding machen, auf Höhlenmenschen mit Knüppel rausrennen. Ich kann an der Wand hier oben nicht klettern, scheiße. Nee, die Wand geht nicht, nee. Okay, ich geh jetzt rausgucken. Lass uns rausgehen, den Bowler in die Hand, wir gehen raus. Oh, ich hab den Knüppel gar nicht auf einer Taste, ey. Massiver Fail. Siehst du was? Scheint niemand zu sein. Scheint nicht. Ich weiß gar nicht, ob die Alarmanlagen einmalig sind. Ich glaube ja. Ich glaube, die wird doppelt aktiviert. Nee, es waren beides. Oder wird die auch von Tieren aktiviert? Vielleicht ist da oben der Skorpion, der da rumläuft, reingetappt. Ach, du hast die da oben gesetzt. Ich dachte, bei uns hier auf der Plattform. Ja, an den beiden. Ne, die wurden beide aktiviert. Das sind, ich hatte hier eine gemacht und da oben, jeweils an diesen Ranken. Eine wurde oben aktiviert, eine wurde unten aktiviert. Ha, okay. Nun gut. Schock fürs Leben wieder. Aber geiles Ding. Da draußen was steppen gehört, was war das? Ich bin noch draußen. Okay. Wo sagtest du war Kristall? Werkbank. Okay. Du hast nicht zufällig schon einen C4 Zünder gebaut, oder? Nein. Okay. Dann mache ich das jetzt. Krass, wie
wie sneaky diese Base ist. Mhm. Wobei, wenn du eigentlich vorbeiläufst, hörst du die Feuer. Ja? Ja, aber gut, wenn die auf ihren Tieren sind, dann hört man das nicht. Jetzt hab ich das Poli vergessen. Dann ist ja gut. Vielleicht sollten wir die Base auch einfach so lassen und dann ziehen wir gleich, wenn wir ein bisschen was zum Sprengen haben, ziehen wir umher und suchen uns wen, den wir aufsprengen können, abgesehen von denen da oben. Mhm. Und lassen hier einfach den Stuff durchlaufen. Steppst du draußen rum? Mhm. Okay. Alter, ich bin paranoid, ey. Leder und Fasern. Fasern, Leder. Oh, lol, ich kann voll viel C4 bauen. Ich hab 4 Stück. Ne, 3. Nice. Boah, ist das heavy laut. Jo, wie gesagt, den hörst du bis zu dieser Ranke da hinten. Aber was fehlt denn noch für mehr C4? Schießpulver. Verkauft wer Obst? Ich mach den jetzt aus, oder soll ich hier noch Dingens durchlaufen lassen, solange wir unterwegs sind? Ne, lass den aus. Besser, ne? Wollen wir dann jetzt direkt losgehen? Ja, von mir aus. Okay, weil dann machen wir die da oben eben weg. Muss man nur darauf achten, können natürlich sein, dass die Sprengung überleben, ne? Mhm. Reingehen, knüppeln. Genau. Okay, go. Let's go. Es wird aber nicht gerade jetzt dunkel, oder? Ne, es wird gerade hell, gut. In 20 Minuten ist Pause. Also eine Zeit her ist okay. Ja, so lange brauchen wir wohl nicht. Ich glaube, den runtergedroppt. Jo. Tschüss. Obsi ist ein Problem. Die Nacht hält nur gefühlt 10 Sekunden, fällt die Oberwelt weg. Oh, wo sind die Geier mit ihrer Hütte? Ja, da vorne läuft doch einer auf dem Tino. Was? Wo? Lol, ja, da auf dem. Hat er uns gesehen? Strike. So wie er rennt, ja, oder? Lass mal warten, bis er in sein Haus reingeht, dann springen wir in die Bude weg. So wie vom Busch vor Busch. Ja, vom Busch zu Busch. Er hat Pause gemacht. Was macht er? Er hat Angst bekommen, er sucht uns. Aber irgendwo tut's mir leid, ne? Das jetzt zu machen. Aber ich hab. Es ist ein PvP-Projekt. Jeder ist ein Feind. So. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Hast du gerade die Waffe gewechselt? Ja, ja. Okay, da ist er. Warte mal, zurück, zurück. Sieht er uns? Er sieht uns. Den Bogen in der Hand? Leute. Hm? Der hat einen Bogen auf mich geschossen, okay. Du Arsch. Dann sprengen wir dir halt die Hütte weg. Machen wir mal hier ein Loch rein, würde ich sagen. Plupp. Und Feuer. Was? Ist das C4 irgendwie gerade nicht hochgegangen? Ist der betäubt? Der ist betäubt. Ja, lol. Irgendwie ist mein C4 hat gebuggt. Es ist einfach nicht hochgegangen. Warte, ich mach's nochmal hier. Okay, Moment. Hä? Ich kann das C4 nicht sprengen. Weil du scheiße bist, oder was? Es geht einfach nicht. Ich pappe es an die Wand und der Zünder geht nicht hoch. Es verschwindet aber auch irgendwie. Lull? Okay. Jetzt nochmal, Moment. Ja, wenn ich das... Immer wieder dieselben? Lol, wir sind zum ersten Mal hier. Ey, ich kann das C4 irgendwie nicht placen. Was ist das? Hallo? Aha, jetzt. Hier kommt einer. Wer kommt? Da war ein Player. Direkt vor dir, der hat den Dino gepfiffen. Aber die Tür ist offen. Also der Eingang ist frei. Okay, der ist tot. Lass mal den Dino töten. Ah, hier, unten, hier hinten ist der nächste, warte. Okay, der ist auch tot. Du kannst eigentlich reingehen jetzt. Bin schon drin, ich zerstör gerade alles. Ist okay, ich lock mal gerade das Strike weg.
Ecke, wo der war. Die haben ja glücklicherweise auch noch die Tür vorne aufgelassen. Ja, da ist er wieder. So, weg. Mann! Da ist wieder einer. Ja. Lol, ich wollte durchs Loch. Wo ist er hin? Ich hab ihn. Hast du ihn? So, der Trike watschelt in der Base irgendwie rum. Ja, Alter, es leckt wieder wie Sau, ne? 100er Ping. Krass. Also hier ist ein bisschen was zu essen. Narkosemittel, Narkobären, nehme ich mal mit. Ein bisschen Sparkpowder. Haben die da noch Betten eigentlich? Ne, ich glaube nicht mehr. Upgrade Station. Ja, die haben halt einen verbesserten Trike. Ja, der ist auf dem Trike, der ist auf dem Trike. Okay. Ja, der andere rennt hier draußen rum. Der attackt dein Boy. Okay, der eine ist tot. Kannst du den Trike killen? Der hält viel auf, dieser scheiß Trike. Ja, schießen eben vom Ding runter, von dem Trike. Na, ich sehe ihn nicht mehr, scheiße. Wo ist er? Alter. Hab ihn. Hinter dir? Hab ihn runtergegeben. Das eine ist gespawnt hinter dir gerade. Ich hör, dass das nicht der Betäubte hier ist. Nee. Ich betäub den jetzt einfach so, der ist betäubt. Pass auf, ich betäub den und schmeiß den hinten die Klippe runter, dann kommt er nicht mehr so einfach hier hin. Kannst du den anderen auch betäuben, zufällig? Der andere ist ja schon tot. Achso, okay. Hier unten rennt noch ein aggressiver Bulbdog rum. Habe ich ihn noch? Ja. Vielleicht ist draußen, sehr schön. Ah, er ist wieder wach. Halt, nicht töten, nicht töten. Komm her. Komm her. Ah, leck. Er will nicht. Der rennt hier die ganze Zeit rum. Jetzt hör auf. Alter, ich treffe ihn nicht. Hallo? Oh, das warst du. Jetzt. Okay. Ups. Oh, das war mit Absicht, nicht ups. Nein, das war nicht mit Absicht. Ich wollte ihn noch mehr betäuben. Ich mache jetzt das Bett kaputt. Das geht mir auf den Sack. Ach, Moment. Der Strike, Alter, der tankt ganz schön gut. Dieser Pisser. Lock ihn die Klippe runter hinten sonst. So, ich war hier noch nicht fertig mit Looten. Ja, loot du mal, ich kümmere mich um den Strike. Hier ist halt nur Mist. Hier ist ein bisschen Metal. Sollen wir das Rohmetall wieder mitnehmen? Die farmen immer so schön von uns. Ja. Ja. Kann man einfach easy in den Ravager reinladen. Die haben halt einfach mal 2k Weight oder so. Mein Ravager hat auch ein bisschen was gelootet von denen. Ist auch nichts Interessantes drin. Ist auch nichts. Auch nichts. Ah, hier sind noch grüne Kristalle. Ich nehme die mal mit. Ah, und Dings. Hier. Wie heißt Gunpowder Vorstufe. So, gehen wir wieder nach Hause? Ja. Da schießt was mit Pfeilen auf dich. Ich schieß auf den. Ist so, okay. Den Trike kannst du ja hier lassen, scheiß auf den Trike. Der hält ja echt viel aus. Ja. Komm, wir gehen. Der fällt dann eh die Klippe runter. Der hat zur Hälfte meinen Ravager getötet, der Wichser. Haben die voll auf Movement Speed geskillt.